So, Moinsen Leute, da bin ich wieder. Der Tag des Abbaus ist gekommen. Wir haben heute Mittwoch und morgen geht es dann nach Kiel und deshalb muss jetzt die Elektronik abgebaut werden. Ich kann euch sagen, ich habe mehr als Bock drauf, nämlich gar keinen, aber hilft ja nichts. Ich kann euch mal ein bisschen zeigen. Moment, ich wechsle mal kurz die Bildschirme. So. Ihr seht hier der ganze Kleinkram, den habe ich schon mal weggeräumt und eigentlich haben wir jetzt in Anführungszeichen nur noch, muss ich hier... Vor allen Dingen nur noch. Und nur noch gefällt mir da am Bildschirme und diese dezente Kabellage hier unten noch einpacken. Habe allerdings auch schon fast 3 Kartons voll. Also hier haben wir einen Karton mit Elektronik, da haben wir den nächsten Karton mit Elektronik. Und dann gehen wir noch mal hier rein, wenn denn das Licht heute noch angeht. Ja, so. Und dann haben wir hier noch einen feinen Karton mit Elektronik. Ich bin deutlich gespannt, ob ich das überhaupt noch alles auseinanderhalten kann. Und ja, halte euch natürlich auf dem Laufenden, wie das hier so weitergeht. So Leute, kurzes Update. Der Schreibtisch ist so gut wie leer gefegt und die Kartons sind dafür umso voller. Ich zeige euch das Ganze mal. Dazu drehen wir mal hier wieder den Bildschirm. So, wie ihr seht, auf dem Schreibtisch nur noch die Sockel von dem Bildschirm, die brauche ich in Kiel nicht mehr. Da habe ich mir hier so einen ganz verrückten Halter bestellt für einen Schreibtisch, weil ich sehr, sehr wenig Platz auf dem Schreibtisch habe. Das zeige ich euch aber dann in Kiel. Hier ist noch der eine Laptop und die Ringleuchte. Und sonst ist hier alles weg und die Kartons sind voll. Erster Karton voll, zweiter Karton voll und hier der dritte Karton voll. Steht hier noch der Laptop und hier ein Bildschirm, der andere Bildschirm ist schon weg. Ja, jetzt kommt natürlich die nächste Hürde und zwar muss das Ganze jetzt alles in einen Golf 7 und nicht nur das, sondern auch noch ein paar Sachen mehr, wie Klamotten und ja, diese Dinge werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten, das wird dann wahrscheinlich auch noch mal Tetris. Aber mal schauen. Bis dann. So Leute, kurzes Update. Wie ihr seht, mir stehen die Haare leicht zu Berge. Es ist alles zum Auto verfrachtet und auch alles im Auto. Absolut perfekt, hat alles reingepasst. Zeige ich euch gleich auch nochmal. Jetzt piepst unser Trockner, auch cool. So, ich zeige euch jetzt hier nochmal, wie es jetzt hier aussieht. Und zwar seht ihr, der Schreibtisch ist leer. Hier steht noch die Ringleuchte, da überlege ich noch, ob ich die jetzt noch mit reinquetsche oder mitnehme. Ich denke aber schon und hier sind nur noch so ein paar Reste, weil die Laptops habe ich jetzt noch nicht ins Auto gepackt, weil ich ein bisschen Schiss habe mit dem Akku, dass es da drin nachher zu heiß wird. Den packe ich dann erst morgen ein, da unten steht der andere, der Predator. Ja, Couch ist leer. Hier noch ein paar Kleinigkeiten, die Switch und ein Tablet kommt natürlich auch noch mit. Das sind dann die letzten Reste für morgen und im HWR, wie ihr seht, ach geht auch ohne Licht, ja, ist alles soweit weg. Ich zeige euch jetzt gleich schon mal das Auto, wie das aussieht, aber es hat besser gepasst als erwartet. Und von daher würde ich sagen,
Wir gehen mal. Ach, wir gehen jetzt schnell mal nach oben. Dann zeige ich euch das mal. Jetzt muss ich hier aufpassen, dass ich meine Frau nicht im Bild habe. Sonst gibt es direkt Stress. Und hier kommt dann noch der kleine Sohn nochmal rausgepetzt. Mit dem ist mal kurz vorbei und sucht nur noch jemand an. Also alles auf einmal. So, wir gehen mal kurz hoch. Und dann zeige ich euch noch kurz das Auto. Dann ist alles fertig für morgen früh Richtung Kiel zu fahren. Und ja, ideal. Also ideal ist eigentlich nicht, aber passt zumindest alles rein. Wie ihr seht, hier wurde ein wenig Tetris gespielt. Aber soweit ist alles drin, pickepacke voll, die Karre, ja, aber es hat alles gepasst und das ist ja die Hauptsache. So, Auto habt ihr gesehen, ja, wie schon eben gesagt, alles drin, alles super und ja, jetzt habe ich noch ein paar Kleinigkeiten zu packen, aber das werde ich dann jetzt noch nicht mehr filmen, weil das sind halt jetzt nur noch so Reste, ne? Wisst ihr, kennt ihr wahrscheinlich selber, da fällt einem dann immer noch irgendwie was ein, was dann doch noch mit muss und so Kleinkram ein bisschen und ja, ein paar Bücher und so werde ich noch mitnehmen und so Sachen. Aber alles nur Kleinkram und dann sehen wir uns quasi wieder von der Autobahn, schätze ich, Richtung Kiel. Wie ich ja schon mal in dem kleinen Vlog gesagt habe, werde ich morgen die Verabschiedung natürlich nicht filmen, weil ja, da hat die Kamera einfach nichts zu suchen und das ist natürlich auch schon eine emotionale Sache und deshalb werde ich das auf keinen Fall filmen. Und dann melde ich mich aber auf jeden Fall wieder aus dem Auto, wenn wir in Kiel ankommen und da werde ich euch mitnehmen. Und ja, würde sagen, wir sehen uns dann und es bleibt spannend. Bis dann!